Man ist schneller als gewerblicher Händler unterwegs bei eBay, als man so denkt. Also eine Mutter, die von 4 Kindern gebrauchte Kleidung verkauft, die hält ein Gericht schon für einen gewerblichen Händler. Was das für Konsequenzen hat, das erzähle ich euch in diesem Video. Hallo, mein Name ist Nicole Mutschke, ich bin Rechtsanwältin und ich begrüße dich zu diesem Video. Ja, in der Corona-Zeit haben viele von euch den Dachboden aufgeräumt oder den Keller und noch Schätze gefunden, die sie dann viel bei eBay verkauft haben. Und je nachdem, wie viel es war, kann das tatsächlich zu einer gewerblichen Tätigkeit geführt haben. Also Einschätzung, dass man sozusagen gewerblich unterwegs ist. Und das Ganze haben wir euch hier nochmal genauer erklärt. Also wenn du dich fragst, war es denn wirklich so viel? Und ach, das klingt ja völlig abwegig. Guck dir das Video an. So abwegig ist das gar nicht, dass auch du möglicherweise hier als gewerblicher Verkäufer eingestuft wirst. Aber hier sind wir bei dem Video, wenn du meinst, ach, es könnte sein, dass ich als gewerblicher eingestuft werde, weil ich vielleicht doch ein paar Verkäufe gemacht habe. Ab 25 Bewertungen bei eBay kann das in Betracht kommen. Guck dir das Video an. Wenn du als gewerblicher Verkäufer giltst, dann gibt es auch mehr Pflichten für dich. Und ja, auch mehr Probleme, muss man tatsächlich sagen. Hier in diesem Video geht es um das Problem der Markenrechtsverletzung. Ja, das ist sozusagen unser Thema heute. Denn wenn man als gewerblicher Verkäufer gilt, dann gibt es immer wieder Probleme. Und das häufigste Problem ist, dass man Post vom Anwalt bekommt aufgrund von Markenrechtsverletzungen. Wer jetzt denkt, verstehe ich alles nicht, ganz einfach. Du warst zum Beispiel vielleicht in der Türkei im Urlaub und wie alle, die da gerne hinfahren, weißt du dann auch, dass es da sehr, sehr viele Fake-Artikel gibt. Also von Fake-Mütze zu Fake-Jacke zu Fake-Tasche und allem drum und dran. Alles da. Und ganz, ganz viele Touristen kaufen das natürlich da auch. Und wenn du jetzt deinen Keller und Dachboden aufgeräumt hast, dann hast du vielleicht auch noch Rucksäcke, Schuhe, Jacke, alles Mögliche von Gucci oder Ähnlichem gefunden, was aber natürlich nicht wirklich Gucci ist oder Prada oder ne, du kannst dir den Designernamen frei wählen, sondern was echt türkische Fake-Ware ist. Das an sich ist für uns Privatleute jetzt erstmal gar nicht so problematisch, aber anders wird das Ganze natürlich, wenn du dann als gewerblicher Händler giltst. Also wenn das Ganze sozusagen so ein Ausmaß angenommen hat, dass die Marke sich plötzlich daran stört. Dann kann es nämlich ganz schnell Post vom Anwalt geben, wenn du eine vermeintliche Gucci-Tasche einfach so abfotografierst mit dem Gucci-Logo und sagst Tasche. Du musst dann noch nicht mal das Wort Gucci erwähnen, das Foto mit der Marke, das ist sozusagen schon eigentlich ausreichend genug. Aber selbst wenn du jetzt versuchst, das Ganze zu retten, indem du sagst, Gucci ähnlich, Burberry Style oder so wie Lego oder ne, was auch immer für ein Fake du da gerade verkaufst, dann wird es nicht besser. Denn du benutzt ja sozusagen den Namen des Unternehmens, du nutzt den guten Ruf des Unternehmens und dann gibt es halt Ärger. Das ist tatsächlich für den gewerblichen Bereich, in dem du aber, wie unser Video zeigt, da bist du sehr, sehr schnell, dann gibt es Ärger und nur da gibt es auch Ärger. Also sprich, wenn du jetzt privat unterwegs bist, dann ist das Ganze kein Problem. Wenn du jetzt auch wirklich Gucci-Ware hast oder Burberry oder Prada, dann ist das natürlich auch kein Problem. Dann kaufst du mit dem Artikel natürlich auch das Recht, den Artikel zu präsentieren und den Namen quasi auch zu nutzen, wenn du ihn dann wieder verkaufen solltest. Aber eben auch nur dann. Und wenn du das eben nicht so handhabst, wenn du quasi ja, zu viel verkaufst und deshalb quasi in diesen Bereich rutscht, wo die Marke dann denkt, das ist aber eine Markenrechtsverletzung, dann bekommst du Post von deren Anwalt. Und da steht im Prinzip als erstes mal drin, das Ganze sollst du unterlassen. Ja, okay, das wirst du wohl unterschreiben müssen, vielleicht in leicht abgewandelter Form. Zweitens steht aber auch meistens drin, dass du Schadensersatz zahlen musst. Da wird schon kritischer. Da muss man sich wirklich fragen, Schadensersatz setzt da natürlich auch einen Schaden voraus. Welcher Schaden soll denn da entstanden sein? Dann wird häufig noch eine Vertragsstrafe hinterhergeschoben. Auch da die Frage, eigentlich muss man jetzt in einer Unterlassungserklärung keine Vertragsstrafe abgeben. Ja, und das Letzte, was dann meistens noch drin steht, das sind dann die Anwaltskosten. Und da wird dann nicht gekleckert, sondern geklotzt. Da werden nämlich ordentlich Streitwerte aufgerufen. Also sprich, da ist man schnell im Bereich zwischen 3.500 und 4.000 Euro Anwaltskosten, ja, reine Anwaltskosten, genau. Ich kann euch sagen, wenn euch so ein Schreiben mal ins Haus flattert, dann solltet ihr wirklich handeln. Die Frist, die da drin
steht, die ist meistens sehr, sehr kurz. Aber tatsächlich darf man in diesem Bereich sehr, sehr kurze Fristen ansetzen. Also sprich, dann wirklich ausnahmsweise, sage ich ja bei Abmahnung immer, hilft nur noch eins, ehrlich gesagt, der Weg zum Anwalt. Klar kannst du dich da auch selber durchwurschteln, aber diese Unterlassungserklärung, die haben es wirklich in sich. Da sollte man jemanden auswählen, auch als Anwalt, der das jetzt nicht zum ersten Mal macht, sondern der sich damit auskennt. Der streicht, so wie wir eben auch, erstmal alles zusammen auf das Minimum, was man wirklich abgeben muss. Und dann kann man auch noch mit der Gegenseite häufig verhandeln über die Höhe dessen, was dann wirklich vielleicht als Anwaltskosten dann gezahlt werden muss. Aber du musst erstmal das Problem sehen, denn, na, wie es so schön im Leben heißt, Problem erkannt, Gefahr gebannt. Das stimmt vielleicht wirklich. Also sprich, die Gucci-Fakes solltest du vielleicht zu Hause im Schrank lassen, wenn du irgendwie in Richtung gewerblich steuerst, weil du zu viel verkaufst. Und die Wörter wie Burberry-Style oder ähnlichem, Cartier-ähnlich. Das hat der Bundesgerichtshof tatsächlich alles schon mal entschieden. Das hilft einem nicht. Fake ist Fake und Benutzung des Wortes ist sozusagen fast genauso schlimm. Das heißt, da wirklich, wirklich vorsichtig sein. Guck dir aber noch weitere Videos von uns zum Thema an, denn wenn du ja gewerblich unterwegs bist aufgrund der Menge, die du verkaufst, dann kann nicht nur markenrechtlicher Ärger drohen, sondern auch Ärger zum Impressum und zu sowas wie dem Widerrufsrecht. Hier ist das Video dazu. Ich hoffe, wir sehen uns.